Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei den Rissgeborenen, sind nach wie vor im Krieg hier mit den Ungefallenen und den Walters. Die Ungefallenen haben uns ein bisschen Ärger bereitet, weil wir hier unsere Flotte abgezogen haben, um sie unter Druck zu setzen. Aber gleichzeitig haben sie hier ein Schiff in unser System gebracht, das wir jetzt hier abgefangen haben. Und die Frage ist, sind wir in der Lage... Halt, warte mal, wir haben doch hier jetzt ein neues Schiff, oder? Irgendwo steht doch hier ein neues Schiff rum. Das ist doch gerade gebaut. Ich sehe doch hier drei Schiffe. Genau, das müssen wir jetzt erstmal zur Flotte machen. Und jetzt, wie sieht denn das Schiff jetzt hier aus? Och, das ist doch ganz gut beisammen hier. Und wie sieht das Heldenschiff aus? Das ist allerdings extrem angeschlagen. Wir werden mal diese beiden hier vereinigen. Dann werden wir hier noch eine Reparatur machen. Obwohl, wir können auch das Heldenschiff reparieren, oder? Geht das? Tatsächlich. Sehr schön. Kann das denn jetzt mitkämpfen oder wird das mitkämpfen? Ich weiß es nicht, wenn man repariert. Wir machen es mal und wir können dann in den Kampf gehen. Ja, es geht. Ich kann ja immer noch nicht den Held hier wieder zuweisen, was irgendwie lästig ist. Aber okay. Ich denke, wir können mit gutem Gewissen jetzt nochmal ankämpfen. Das sollte doch machbar sein mit diesen beiden Schiffen jetzt. So, ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Wir werden hier wieder Schildkröte verwenden. Wir können jetzt... Nee, die Flotten können wir nicht verschieben, weil wir zu klein sind. Und werden aber trotzdem diesen Kampf so führen. Okay. Wir gucken wieder in der Übersichtskamera zu. Weil wenn das noch so überschaubar ist, wie es jetzt ist. Das sind übrigens uns beides unsere so Verteidigungs- und Abwehrschiffe. Die sind eigentlich extrem, haben eine extrem geringe Durchschlagskraft. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie sie sich jetzt schlagen werden. Feuern da, glaube ich, vor allem mit... Weiß gar nicht, was das ist. Laser oder Punktverteidigung? Ist natürlich erbärmlich, ne? Aber es zeigt am Ende irgendwie doch Wirkung, vermute ich mal. Auch wenn es dauert. Oder? Explodiert es da schon. Tatsächlich, ging schneller, als ich dachte. Hervorragend. Ein entscheidender Sieg. Wunderbar. So, das bringt uns hier nochmal Kriegsmomentum. Wir haben unser System verteidigt. Auch das ist erfreulich. Und die anderen Flotten werden dann hoffentlich bald da sein. Wir werden sie mal weiterschicken. Genau, da sehen wir nämlich gleich, was wir hier als Gegenüber haben. Eine Verteidigungsflotte, aber eine ganz kleine. Ist ja entzückend. Gut, da würde ich sagen, gehen wir gleich in den Kampf. Ich denke mal, wir brauchen diesmal auch nicht zusehen. Das ist ja lächerlich. Ach, das ist ja auch nur so ein... Ach Gott. Alles klar. Rückzug. Das ist ja auch nur so ein Aufklärer. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir hier bewachen, das System. Und dann werden wir das nächste Mal gucken, wie weit wir hier vorankommen mit der Belagerung. Was das für einen Effekt hier haben kann. So, der hier hat eine neue Helden... 3 Punkte kann ich direkt zuweisen. Das ist ja der Hammer. 3 Punkte. So, der führt eine Flotte, deswegen wird er jetzt erstmal das bekommen. Dann Rekrutierungsgenie passt nicht so richtig. Dann machen wir postrelativistische Zielauswahl. Sehr gut. Wenn wir ihn dann mal irgendwann wieder zuweisen können, ist es dann auch soweit in Ordnung. Okay, Heldenschuh haben wir erledigt. Was ist hier? Diplomatische Beziehung zu Horatio geändert. Ja, jetzt sind wir wieder im Kalten Krieg. Das ist in Ordnung. Können wir jetzt irgendwas Spezielles eigentlich nochmal mit ihm aushandeln? Your contact with us brings more worry than joy. Wir könnten Grenzen schließen. Do not trust you. Ich finde, das würde ihn schon extrem schwächen. Wir können ihn ja umfliegen. Aber, und ich glaube, er hat uns gegenüber, hat er auch die Grenzen geschossen? Nee, er hat offene Grenzen. Na gut, andererseits, offene Grenzen sind gut für unser Handel. Ne? Wenn ich das mir mal kurz angucke. Handelsscan. Aber das ist merkwürdig. Ich habe hier einen
ein Tochterunternehmen und er will unbedingt hier von Primus darüber handeln. Er könnte auch hier rumhandeln, das verstehe ich nicht, warum er das macht. Man kann das, glaube ich, auch nicht ihm sagen. Naja, was wir aber tun können, wir können hier ihm die Flotte hier wegnehmen. Das müsste jetzt gehen. Warum kann ich nicht angreifen? Du kannst einen Gegner in einer Einflusszone des Kalten Krieges nicht angreifen. Okay, weil es Kalter Krieg ist. Gut, ist das irgendwie, wie sieht es denn jetzt hier aus? Kolonisiert, kolonisiert. Hat er uns hier wie. Verdammt! Was ist denn hier passiert? Er hat das viel schneller kolonisiert als wir. Das ist ja widerlich. Oha. Leute, das ist doch fast schon ein Kriegsgrund. Das ist doch fast schon ein Kriegsgrund. Die Frage ist, sind wir bereit? Das Blöde ist, wir haben jetzt hier gerade die Flotte abgezogen. Eigentlich bräuchten wir sie hier. Ah, das ist ärgerlich. Gobris ist aber wirklich jetzt ein echt wichtiges Ziel für uns. Wegen dieser strategischen Ressource. Das können wir uns hier nicht nehmen lassen. Nee, das geht nicht. So. Wir könnten mit der Flotte problemlos die jetzt erledigen. Diese Kolonie zerstören. Oder übernehmen. Das wäre relativ schnell möglich. Und hier in einen Gegenangriff kommen. Das Problem ist nur Gyazaar eigentlich. Aber in Gyazaar sind wir da gerade dabei, hier eine Verteidigungsflotte aufzubauen. Insofern, wisst ihr was? Jetzt lasse ich mir das hier nicht gefallen, Leute. Können wir irgendwas von ihm verlangen? Nö. Aber wir können einen Krieg erklären. Ja, relativ simpel. Ich will kurz mal was gucken. Nö. Wir erklären den Krieg. Also, das ist mir jetzt zu wichtig. Den Planeten wollen wir haben. Los geht's. Ich habe so vielen Systemen Ruhm und Schönheit gebracht. Ihre hässliche Kriegserklärung wird das Unvermeidliche nicht aufhalten. Doch. So ist es. So, und wir gehen jetzt hier in den Angriff über. I! Was ist denn hier los? Was hat er denn hier rangebracht? Oh Gott, Leute, was habe ich hier getan? Komm, das kriegen wir hin. Wir müssen das jetzt ein bisschen optimieren. Okay, also wir machen Energieschaden. Er macht im Wesentlichen Projektilschaden. Gut, das heißt, Schildkröte ist schon das Richtige, würde ich mal sagen. Das ist ausgeglichen. Seine Stärke liegt auf kurzer Reichweite. Nee, unsere Stärke liegt auf kurzer Reichweite. Andersrum ist es. Und seine auf langer Reichweite. Okay. So, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir die aber hier ganz schön umbauen. Also, wir müssen mit unseren Beschützern müssen wir so nah ran wie möglich. Ich konnte das doch hier, man konnte das doch irgendwie umzwitschen, ne? Ja, genau. Da, so geht's. Okay, also die Beschützer, die gehen hier ran. So, hier, die gehen da auch ran. Das wollen wir aber nicht, beziehungsweise wir können vielleicht hier noch welche da rüberziehen, dass das ausgeglichen ist. Bei dem Heldenschiff, das will ich auch nicht. Das will ich eher von der Entfernung haben. Eigentlich wäre das cooler eigentlich. Aber dann nervt die Schildabsorption, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wir bleiben dabei. So, und die Angreifer haben ihre Stärke von der Entfernung. Na, versuchen wir es. Leute, das wird unangenehm. Wir wollen diesmal aber zusehen und kämpfen. Mal schauen, ob das gelingt. Das war jetzt ein bisschen, habe ich ja falsch eingeschätzt. Die Flotte ist ja richtig gut des Gegners. So, jetzt machen wir mal Scan und diese Sache. So, unsere Schiffe kommen rein.
Das sind die Beschützer, das sind die aus der Reichweite jetzt Schaden machen sollen. Okay, das Feuer wird auf die Beschützer gelenkt, das ist soweit gut. Hier kommen einige durch, einige auch nicht. Okay, wow. Wow. Ist der schon erledigt? Fast vermutlich. Also die Beschützer ziehen extrem das Feuer auf sich, also das ist schon, wie es sein soll. Aber sie sind auch ziemlich schnell hin bei der nächsten Salve. Aber unsere Angreifer haben jetzt, müssen eigentlich jetzt auch mal ein Schiff erledigt haben, oder? So, jetzt gehen die, und die sind allerdings extrem empfindlich. Uiuiui. Das könnte bitter ausgehen. Na. Die sind alle erledigt hier, die Beschützer. Aber der Gegner ist jetzt auch extrem geschädigt. Das sieht so aus, als ob wir tatsächlich diesen Kampf gewinnen, aufgrund unserer taktischen Aufstellung, so würde ich das mal bezeichnen, beziehungsweise unsere Ausrichtung, unsere Flotte, unsere Aufgabenteilung. Ja. Das war's tatsächlich. Wir haben alle Feindschiffe erledigt. Puh, okay. Es war natürlich ein bisschen heftig, weil wir 4 Schiffe verloren haben, aber ich denke, als Auftaktsieg schon ganz gut, würde ich mal sagen. Tja, die sind alle hin, aber die auch. Ich denke mal, der wird nicht jetzt mehr so eine Riesenflotte dabei haben. Insofern hoffe ich, dass das in Ordnung ist. So, wir müssen dann mal gucken. Was ist hier? Was fliegt hier noch? Irgendwie noch eine Logistikflotte. Okay, hier kommen noch... Das Ding ist natürlich jetzt ein bisschen unverteidigt. Also wenn er jetzt noch weitere Flotten hat, dann haben wir so ein bisschen Problemchen. Aber gut, wir können ja dann auch nochmal neu produzieren. Bushir kann zum Beispiel jetzt mal die Produktion umstellen. Na, zumindest das hier nehmen wir mal weg. Und dann werden wir jetzt hier mal wieder ordentlich was bauen. Bauen wir mal ein Animus. Warum darf ich nicht noch mehr bauen? Gibt es da irgendwelche Begrenzungen? Ach so, ich habe keine Ressourcen mehr, sehe ich gerade. Von wegen, wir haben so viele. Aber da können wir noch was einkaufen. 26 pro Zug bekommen wir. Komm, dann bauen wir ein Belagerungsding hinterher. Das wird schon gehen. Okay, soweit erstmal dazu. So, Blockade in Columba. Ja gut, das wissen wir, dass hier blockiert wird. Das habe ich schon gesehen. Bevölkerungsansammlungsbonus Pulsus haben wir uns auch schon angeguckt. Bevölkerung hinzugewonnen. 31 von 31. Aber hier ist doch noch ein Platz frei. 2 Plätze noch. Aber die sind gesperrt. Ach so, da müssen wir erst nochmal eine Systementwicklung machen, um das hier... Alles klar. Um das freizuholen. Und Systementwicklung geht aber im Moment nicht. Okay. Das heißt, wir sind hier doch voll. Dann müssen wir hier Leute losschicken. Auf jeden Fall. Und zwar, ich denke, am meisten Platz müsste jetzt eigentlich tatsächlich noch in Merope sein. Das heißt, wir ziehen hier Kalgeros vielleicht ein bisschen runter. 3 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und Kaltigma. Steril und fruchtbar, das müsste eigentlich hinhauen. Merope ist gut als Ziel, beziehungsweise das wollen wir einfach lassen und das wird ja dann... Halt, jetzt habe ich keinen Zielort, das war natürlich falsch. Merope. Soweit, so gut. Okay, was wurde gebaut? Patriotenpillen, jetzt ist der Libertan dran. Okay, das läuft alles. Primus ist gebaut worden. So... Angesichts der Ressourcenmangel. Wir können hier im Moment nicht wirklich was Sinnvolles weiterbauen. Auf Primus. Wir könnten noch einen Leviathan bauen. Ja, Leute, nee, dann müssen wir einfach irgendwas umwandeln. In Dust oder... Ja, in Dust. 3D-Druck für die Öffentlichkeit.
Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. So, und wir haben 4 Flotten, die nichts zu tun haben. Wir sind jetzt erstmal hier und der Gegner hat 6 Schiffe hier reingebracht. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht wieder in so eine Überraschung laufen. 31.000 Hitpoints. 3.000 und 1.500. 63.000 Hitpoints. Bin mir nicht ganz sicher. Man sieht jetzt nur insgesamt beide Flotten. Ah nee, das wird ja geteilt hier. 63.000, 4.000 und 3.500. Also wenn wir jetzt mit unserer richtigen Flotte angreifen, also mit der hier, müsste das eigentlich was werden. Ich würde sagen, das tun wir. Wir wollen hier diesen Krieg weiterführen, weiter erfolgreich führen. Das sieht auch erstmal ganz gut aus. Und wir gucken uns dann mal die Analyse an, weil wir das müssen wir wieder uns genau angucken. Das ist ziemlich aufgeteilt hier, wie es aussieht. Der Gegner hat tendenziell Vorteile, aber macht nicht viel Schaden. Nee, also das ist, die Reichweite ist insofern egal. Hier auch das, naja, wir machen mehr Projektilschaden, der Gegner leicht mehr Energieschaden. Er hat Energie für die Schilde gemacht. Okay. So, da wir wieder hier so eine hübsche Verteilung haben mit den Beschützern und so weiter, werde ich diesmal, glaube ich, das noch ein bisschen verstärken. Genau, was haben wir hier für ein Schiff? Das ist besonders gut auf kurze Entfernung. Ja, das Heldenschiff auf mittlere, das kann aber vielleicht da bleiben. Und die sind auf lange Entfernung. Die Aufteilung ist eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Genau das werden wir so fahren. Okay, wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Wir kämpfen. Er hat sich zurückgezogen. Dieses Feigling. Dieser Feigling hat aber ein Schiff dabei verloren. Sehr schön. Okay, prima. Das heißt, wir können dann hier mit der Belagerung weitermachen. 1000. Minus 128 pro Zug. Das ist anständig, würde ich sagen. Da können wir ganz zufrieden sein. Der Leviathan kommt dann in Kürze auch dort an. Sehr gut. Also wir machen hier weiter Druck. Das gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Hier können wir jetzt auch mal gucken. Wie ist das hier? Hier waren wir gerade angekommen, noch in dieser Runde, ne? Ja, dann interessiert uns diese Flotte erstmal nicht. Hier. Die ist angeschlagen. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Aber ich will trotzdem mal schauen in der nächsten Runde, wie wir hier zurechtkommen mit der Belagerung. Vielleicht, hier dürften eigentlich noch nicht so viele Leute drauf sein, die das Ganze verteidigen. Deswegen bleiben wir hier erstmal stehen. Das hatten, da waren wir jetzt auch schon. Nö, dann haben wir alle Flotten uns angeguckt. Dann haben wir im Prinzip das erledigt. Jetzt tatsächlich kommen wir erstmal zum ersten Mal so ein bisschen kniffligen Moment vielleicht hinein. Weil wir Horatio etwas unterschätzt haben. So, wir haben Interspezies Personalwesen erforscht. Das berühmte Sprichwort des Amöbenkollektivs, was dem einen seine Sklaverei ist, dem anderen sein öffentliches Wohlfahrtswesen. Ist in diesem Zusammenhang definitiv anzuwenden. Für den aufstrebenden intergalaktischen Jungunternehmer ist es von enormer Bedeutung zu wissen, wie die verschiedenen Spezies jeweils Sklaverei, Ausbeutung und harte Arbeit definieren. Das führt dazu, dass wir Isolationszellen haben plus Bevölkerungsplatz 1 auf steril. Das ist sehr wichtig für uns. Ich glaube, das ist auch automatisch, müssen wir nicht bauen. Kulturzentrum können wir bauen. Einzigartig, ja. Und Kolonialrechte, das ist ganz gut für uns. Zustimmung pro Systemstufe. Das heißt, wir können dann doch, vielleicht doch noch den einen oder anderen Planeten mit dazu holen. Krustentechnik ist die nächste, aber wisst ihr, was ich jetzt doch nochmal vorziehen werde? Nämlich noch was anderes. Wir brauchen auch Absorption von Gammastrahlen und eigentlich viel früher. Das machen wir mal als nächstes, weil wir das schon längst hier, also diese Ressource schon längst eigentlich herstellen könnten, Quadrinix. Aber wir haben die Technologie nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das hätten wir früher machen müssen. So. Bevölkerung. Hier ist überall noch Platz. Pictor wird ein bisschen eng jetzt. Bau abgeschlossen. In Pictor müssen wir uns was Neues überlegen. Und das machen wir mal.
Der Planet ist schon ziemlich voll. Wir werden hier ein Leviathan K3-Zentrum bauen, das ist okay. Wie sieht's aus? Zustimmung könnte noch besser werden, deswegen Kolonialrechte ziehen wir sogar mal vor noch. Das passt. Luxuslotterie, wir haben hier doch pro. Ja, das können wir auch noch machen. Das würde hier auch noch gut kommen. Kulturzentrum nur einmal pro Imperium ist vielleicht hier nicht so gut. Im Zweifel können wir auch noch irgendwann das Schild dort bauen. Wobei, wir machen erstmal nur drei und dann schauen wir weiter. So, das war aber noch nicht alles. Merope. Merope braucht auch was. Und ich würde sagen, erstmal was zur Verteidigung. Das könnte hier unangenehm werden. Dann nehmen wir das. Und wir nehmen... Warte mal, was ist hier noch gut für die Verteidigung? Hier. Die lenkbare Bestückung. Das sind die nächsten Sachen. Das ist aber auch so schnell produziert. Meine Herren, sie sind ja richtig gut hier. So, plus 1 Bevölkerungsplatz ist hier noch nicht nötig. Das brauchen wir noch nicht, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt KI-Arbeitskräfte. Heiß und steril haben wir hier mehrfach. Das kommt richtig gut. Und das ist nicht so sinnvoll. Ja, machen wir das danach. Okay, das heißt, hier haben wir auch einen Plan. Alles andere ist dann soweit. Sehr gut. Forschung ist und wir haben eine aktuelle politische Umfrage. Die Militaristen liegen aber sowas von mit Abstand vor den Industriellen. Oh, das ist überraschend. Wie kann das wohl kommen? Naja, gut, mal sehen. Das heißt, wir würden ein paar Gesetze verlieren. Aber sicher auch für den Krieg ein paar hilfreiche dazu bekommen. Okay, hier ist schon wieder irgendwie noch eine Flotte zu bewegen. Ach, der Leviathan ist da. Wunderbar. Das erfreut mich. Ach so, wir müssen hier überhaupt ja auch mal hier auf diese Defensive schalten. Jetzt sehen wir nämlich auch, was... Ja, genau, wie es vorangeht. Sehr gut. 148. Alles klar. Dann bei den anderen mache ich das jetzt auch mit der Defensive. Habe ich das tatsächlich versäumt? Hier haben wir das. Und hier ist der Wirtschafts-Leviathan angekommen. Ja, und wie sehe ich jetzt, ob das funktioniert, was ich hier machen will? Woran sehe ich das jetzt? Hier! Ah, schaut mal! Die verleihen folgende 130 Forschung, 50 Gold und so weiter. Ja, das ist doch super. Aber was ich nicht bekommen habe, ist das, was ich eigentlich mir erwünscht hatte. Nämlich, warum kriegen wir den Effekt nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Wartet mal, ich gucke mir das nochmal in den Modulen an. Das hier. Das haben wir doch hier drin. Warum funktioniert das nicht? Ist das vielleicht doch noch ein anderer Nebel? Aus Neutronensternen und Nebelwolken steht da. Und das ist eine Weltraumwolke. Möglicherweise ist das einfach was anderes. Das habe ich dann falsch eingeschätzt. Ach, schade. Dann hat das natürlich nur einen halben Effekt hier. Wir werden ihn mal einen Augenblick da stehen lassen. Soll er Forschung ordentlich abgreifen? Das ist schon auch in Ordnung. Na gut. Müssen wir mal sehen. Was ist denn das hier zum Beispiel? Das ist ein schwarzes Loch. Weltraumwolken. Asteroidenfelder. Was sind denn Nebelwolken im Unterschied zu Weltraumwolken? Was auch immer, liebe Leute. Wir werden es nicht erfahren, wir beenden den Zug. So, und wir haben eine neue Aufgabe. Zeig mir deinen Müll. Der überraschende neueste Trend bei den jungen Epistes. Müll sammeln. Dank eines kürzlichen Anstiegs der Epistis-Bevölkerung in deinem Imperium grasen diese eckigen Roboter nun Nachbarschaft nach Nachbarschaft ab und gehen von Tür zu Tür, um Müll zu erbetteln. Ein wirklich seltsames Verhalten, aber Soziologen haben die Theorie aufgestellt, dass es Ausdruck eines uralten evolutionär bedingten Drangs sein könnte. Die Epistis wurden schließlich als eine Spezies von ökologischen Wächtern entworfen. So putzig dieses Verhalten auch sein mag, hat es dennoch Auswirkungen auf die Jobs von Angestellten, die für diese Tätigkeiten normalerweise bezahlt werden. Okay.
Wir können Technologien freisch. Ach nee, das ist sozusagen, was wir erreichen wollen. Schalte 14 Technologien aus der Kategorie Wissenschaft und Erkundung frei. 12 haben wir schon. Und das ist die Belohnung, die wir bekommen. 20 Runden lang. Okay, wir können die hier neu programmieren. Jetzt kapiere ich. Also die Roboter werden neu programmiert. Das finden sie nicht so lustig. Aber wir bekommen hier Einfluss. Oder wir machen Pionier besitze 4 toxische Planeten. Dann könnten wir sie dort übersiedeln. Ich weiß allerdings nicht. Wir haben, glaube ich, keinen Planeten mehr, den wir eigentlich noch kolonisieren können. Wir haben, glaube ich, alles kolonisiert, meines Erachtens. Außer natürlich das, was wir da erobern wollen. So, diese Geschichte ist fehlgeschlagen mit der Nahrung, das habe ich geahnt. Gibt es denn hier einen toxischen Planeten? Weil hier gibt es ja durchaus eine realistische. Ja, tatsächlich. Gobris 1 ist toxisch. Da könnte man raufgehen. Warum kann ich hier nicht belagern, Leute? Weil da noch Flotten sind, die das verteidigen. Aha. Das ist aber nur eine Logistikflotte. Das haben wir jetzt einfach zerstört. Ah, jetzt kann ich das. Da ist ja nichts drauf, Leute. Da kann ich ja einfach landen. Ja, ist doch super, oder? Blitzen wir da rein. Da brauchen wir auch nicht zusehen. So, das war's nämlich. Offensiveness drives Horatio to anger and distraction. Ja, tu nicht so. Er ist mega wütend und Gobris werden wir natürlich besetzen. Das ist ja das Ziel des Krieges eigentlich, was wir jetzt relativ schnell erreicht haben. Und damit müssten wir eigentlich dieses Ziel auch relativ schnell erreichen. Dann wählen wir Pionier aus. Perfekt. Wenn die Epistes mit Begeisterung Jobs übernehmen wollen, die sonst keiner erledigen will, können sie doch auch einfach ins System übergesiedelt werden, wo sie von mehr Nutzen sind. Vielleicht sind sie dort auch glücklicher. Hervorragend. Gut, das Problem haben wir gelöst. Gobris ist in unserer Hand. Allerdings befinden sich jetzt hier drei Schiffe des Gegners in Merope und machen dadurch natürlich jetzt ein bisschen Stress. Gott sei Dank stehen sind wir deutlich besser aufgestellt, was die Verteidigung betrifft. Das heißt, hier müssen wir dann ein bisschen agieren jetzt, um Europa jetzt zu befreien. Okay, liebe Leute, wir können vielleicht auch das nächste Mal gucken, ob Horatio vielleicht mit dem Frieden einverstanden ist, weil wir haben das, was wir wollten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinbein.